Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Magwitt erfolgreich besiegen können. Ja, und jetzt sind wir hier unterwegs und müssen immer noch das Serum herstellen, die Tür im alten Haus, erste OG öffnen, die Materialien fürs Serum finden und den Arm im alten Haus, erste OG finden. Ja, wir werden jetzt erstmal hier noch schnell uns die flüssige Chemikalie mitnehmen. Das Spaltmittel benötigen wir nicht mehr. Ja, den Krähenschlüssel nehme ich auch mal mit, aber hier die Muni, damit wir ein bisschen Platz haben, auch lagern. Und dann werde ich mir ein bisschen Festbrennstoff herstellen. Ups, nein, das möchte ich nicht. So, R. Und dann tauschen wir hier. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in das Haus und werden da gucken, was wir da noch tun können. So, hier waren wir ja schon. Hier dürfte eigentlich so nichts mehr passieren. Ja, außer dass hier kam, Isen tu etwas. Ja, irgendwie das Gefühl, dass hier gleich wieder irgendwas passiert. Aber hier war ja auch was mit dem Krähenschlüssel. Ja, hier Vorratskammer. Wir sind jetzt hier. Ja, hier ist auch, den haben wir ja schon. Ja, gehen wir mal in das Vorratszimmer. Ja, komm, Waffe muss jetzt nicht die ganze Zeit zielen. Gehen wir noch mal hier hoch. Ja, da waren wir ja auch schon drinne, glaube ich. Schublade. Evelyn 2. Mai 2014. Okay. Ja, hier brauchen wir den Krähenschlüssel. Passt nicht zum Schloss. Das ist der Schlangenschlüssel. Dann holen wir uns mal schnell den Schlangenschlüssel. Da waren wir scheinbar noch gar nicht drin in dem Raum. Aber wir haben ja den Schlangenschlüssel. So, hier durch. Und hier war ja irgendwo auch ein Safe-Raum. Meine ich zumindest. Ja, gut, wenn ich ihn jetzt finden würde, wäre es gut. Ah, hier sind wir hier. Gut. Jetzt weiß ich wenigstens, wo wir sind. Hier, Krähenschlüssel. Hier möchte ich gerne erstmal rein. Wir finden alles. Und was haben wir hier? Festbrennstoff. Granatwerfer. Schießpulver. Flintenmunition. Flammengranate. Sehr gut. Aber sonst scheint hier gar nichts mehr zu sein. Ja, hier ist sonst gar nichts mehr. Okay. Dann ziehen wir uns. Ja, gleich mal gucken, was wir mitnehmen und was nicht. Ja, hier. Was haben wir hier? Steroide. Okay. Ja, und ich kann hier nichts kombinieren. Aber heilen ist ja auch Blödsinn jetzt. Da sind Steroide. Okay, wir gucken mal. Was können wir hier machen? Ja, wir müssen lagern und dann holen wir uns die noch. So. Die holen wir uns auf jeden Fall, weil das erhöht ja unsere Gesundheit, glaube ich. So, hier ist nix. So, gehen wir hier mal lang. Ja, hier war irgendwo ein Safe-Raum. Ja, hier. Hier ist der Safe-Raum. So. Können wir lagern? Können wir lagern? Wir nehmen uns aber. Ja, die würde ich jetzt echt erstmal hier lassen. Ich glaube nicht, dass wir den Granatwerfer jetzt schon brauchen. Dann nehme ich nämlich lieber den Schlüssel mit, wenn ich ihn dann finde. Da, Skorpionschlüssel. Ah, den Schlüssel haben wir noch gar nicht, den Schlangenschlüssel. Oder wie? Guck mal gerade noch mal hier schnell durch. So, E-Mail, antike Mia, Schießpulver. Flüssige Chemikalie, Festbrennstoff.
Okay, scheinen wir noch gar nicht zu haben. Also kriegen wir den noch? Gut, den Schlüssel werden wir also noch kriegen, aber wir holen uns jetzt da hinten die Stereoide. Nochmal hier rum. Hier rum. Und hier rein. Und dann da rein. Also die lassen wir uns nicht entgehen. So. Und dann gibt's dir. Gut. Maximale Gesundheit erhöht. Ja, sind wir denn jetzt hier im alten? Ne, wir sind im Haupthaus. Das heißt, wir müssen wieder rüber in das alte Haus und gar nicht hier rein. So, hier raus. Ja, und da hinten, das ist ja das alte Haus. Erste Etage müssen wir. Dann gehen wir da mal fix hin. Ja, irgendwie hier passiert noch irgendwas passiert hier. Ja, jetzt sind wir, ja, altes Haus. Wir gucken hier gerade mal. Aber hier haben wir doch alles durch. Okay, da ist noch irgendwo was. Wir werden es gleich herausfinden. Wir werden es herausfinden, definitiv. Magwit haben wir ja schon besiegt. Müssen jetzt dann nur hier gucken, wie wir hochkommen in die erste Etage. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wir werden es herausfinden. Glaubt es mir. So, hier waren wir ja. Ja, hier war ja auch nichts mehr. Komm, wir zwängen uns gerade mal hier durch. Ja, auf die Karte komme ich jetzt gerade nicht. Sind ja im Erdgeschoss. Ah, ich glaube, da, wo wir ja Magwit besiegt haben, aber das war ja auch wieder das Gartenhaus. Und wir sollen ja im alten Haus die Türe in der ersten Etage öffnen. Ja, hier. Hier, erste Etage. Also wir waren hier schon drinnen. Gut. Ja, wir sind ja zurück, um das Inventar zu löschen, also zu leeren. Jetzt erinnere ich. Uff. Ja, gut. Ja, hier stimmt. Wir brauchten ja die Lampe. Und die haben wir jetzt hier auch. Und werden dann hier in diesen Raum kommen. Hier hatten wir ja schon alles kontrolliert. Hallo Krokodil. Ja, hier wird doch gleich wieder irgendwer auftauchen. Ganz ruhig. Eine Schublade. Die ist leer. Ja, wir werden hier alles. Was haben wir hier? Alten Plattenspieler. Hier haben wir noch einen Schrank. Mit leeren Puppen. Mit kaputten Puppen. Okay. Kaputtes Boot. Mit Menschen, die über Bord gehen. Okay. Hallo Teddybär. Okay, der ist gruselig, der Teddy, der läuft schwarz an. Oh, hier, ich krieg schon wieder richtig Gänsehaut. Was haben wir hier? My Family, Evelyn. Schuhe. Also zum Aufsammeln haben wir hier noch nichts gehabt.
würde ich sagen, wagen wir uns hier durch die Türe. Ja, und der Teddy schaukelt jetzt von alleine. Ist klar. So, hier kommen wir nicht lang. So, gucken wir mal hier durch. Und hier haben wir wieder diese, keine Ahnung was. Wow! Hier fallen einfach die Puppen runter. Was haben wir hier? Irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Gut. Hier ist auch nichts zum Aufheben. Wo sind wir hier? Auch wieder ein kleiner Raum. Alles so kleine Räume. Wo ist mein Licht? Wer war das? Ein Fußball. Komm, wir spielen ein bisschen Fußball. Ja, komm, hier, Fußball spielen. Können gar nicht, doch. Spielen wir Fußball. Ja, wir können nur hier durch. Und ein Bett. Ja, den Heizkörper könnten die auch mal ein bisschen sauber machen. Ein Puppenhaus. Ah, okay. Was ist das? Ah, so. Gut, das sieht aus wie das Zimmer. Der Eingang, die Türe, dann das Bett. Wahrscheinlich hier dieses Puppenhaus da rechts. Und hinter dem Bett. Aber sonst ist hier gar nichts. Ja. Was haben wir hier? Wieder so eine Voodoo-Puppe. Vergammeltes Obst. Ein frischer Blumenstrauß. Und der D-Serie Arm. Mit einem toten Kind. Ich nehme den jetzt einfach. Den sollen wir ja besorgen. Ekelhaft. Ja, und jetzt läuft da irgendwelche Gedärme da raus. Gut. Und da steht Evelyn. Das ist bestimmt Evelyn. Komm her. Gut, wir gehen hier raus auf die Schnelle. Wow! Komm, lad nach, Ethan. Lad deine Waffe nach. Und dann. Ah, ja, wenn ich die ganze Zeit die falsche Taste drücke, ist es kein Wunder. Wo ist er? Und raus hier. Schnell mal. Wo ist er? Wow. Es war ja irgendwo klar, dass die Viecher jetzt wieder auftauchen. So, unsere letzte Flintenmuni nutzen, um hier irgendwie rauszukommen. Ja, ich habe die ganze Zeit jetzt die falsche Taste auf der Tastatur gedrückt. Wo ist er? Wo ist er? Guten Tag, der Herr. Raus hier aus dieser Hölle. Hier geht's raus. Schnell raus hier. Da ist er. Und auch erledigt. So, wir haben den Arm, aber wo müssen wir jetzt hin?
das Serum herstellen, die Materialien für Serum finden. Ja, die Materialien haben wir ja gefunden. Soweit. Bestimmt wieder Zoe. Okay. Also auf zum Wohnwagen wieder. Ja, da haben wir ja alles. Ab zum Wohnwagen. Oh, jetzt bin ich hier runtergefallen. Wollte ich gar nicht. Kommen wir hier wieder hoch? Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, hier ist die Leiter. Ist ja das Loch, wo wir Magwit besiegt haben. Ich wollte da irgendwie über die Brücke, um nach draußen zu kommen. So. Und dann werden wir jetzt das Serum herstellen. Willkommen, lauf schneller, Ethan, dass wir hier aus der Hölle kommen. Raus aus dieser Hölle hier. So. Wollt ihr nicht hier hinkommen? Die wollt doch hier hin. Lukas. Gut, bleibt uns nichts anderes über. Aber der hat da bestimmt irgendwas gemacht. Deswegen speichern wir mal schnell. So, gespeichert. Gucken mal hier Inventar. Ja, die Frage ist, brauchen wir jetzt den Arm? Ich würde sagen, wir lagern den erstmal. Den Schlüssel weiß ich jetzt auch nicht. Aber zur Not müssen wir uns wiederholen. Gut, ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendein Monster raus. Was ist das? Ein Kopf, der gerade zu irgendwas mutiert. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Ja, der Zerlegungsraum, der war ja, glaube ich, hier im Haupthaus. Gucken wir mal, so das Serum herstellen, finden. Material für Serum von Lucas erhalten. Die Leiche des Deputies im Verarbeitungsbereich finden. Der war ja hier irgendwo im Keller, meine ich. Also wir haben schön viel Platz im Inventar. Dann gehen wir mal in den Zerlegungsraum. Wo ich aber auch gerade überlegen muss, wie wir da hinkamen. So, wir sind jetzt hier im Haupthaus. So. Das heißt, Vorratskammer, wie kommen wir da hin? Wir müssen hier über die Treppe. Also hier jetzt über den Flur zur Treppe. Also das sieht hier so aus. Würde ich jetzt behaupten. Gerade mal, nee, falsche Seite.
Hier. Genau auf der anderen Seite. Und jetzt sah ich mich kaputt, wenn es wieder. Ne, hier sind wir richtig. Und dann hier lang und da. Ja, wir müssen wieder durch diesen ekelhaften Keller. Ja, wir müssen wieder durch diesen ekelhaften Keller laufen. Und wir haben nur 2 Schuss für die Flinte. Ja, hier waren wir ja schon mal. Hoffen wir, dass keine Monster hier mehr auftauchen. Sind ja auch ein bisschen angeschlagen. Ah, das war der hier. Der Raum. Mal hier durch. Von der anderen Seite verschlossen. So, wir gucken nochmal auf die Karte. Krematorium. Ja, ich bin gerade. Da ist der Zerlegungsraum. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe einfach nur, dass hier jetzt keine Monster mehr auftauchen. Hallo Oma, was machst du hier? Omi, du kannst ruhig wegbleiben. Ja, hier haben wir ja alles schon durchsucht gehabt mal. Genau wie hier. Ja, ab hier runter. Weil hier kommt jetzt der. Wow! Guten Tag, der Herr. Geh bitte weg. Der kam jetzt echt hier durch die Wand. Eieieiei, und wir haben nur noch einen Schuss übrig. Ja, hier hatten wir ja den Kampf mit Jack gehabt. Und hier ist der Zerlegungsraum, wo wir hin sollen. Was hat er? Jetzt sag nicht, wir hatten gerade den Kopf hier vom Deputy. Die Totenstarre muss eingesetzt haben. Seine Gelenke sind schon steif. Zeig, dass du ein echter Mann bist. Steck deine Hand in den Rachen des Schweins. Muss das sein? Was haben wir da noch? Ein abscheulich süßlicher Gestank. Er fängt schon an zu verwesen. Okay. Also geht das echt so einfach? Ah, ekelhaft. Was haben wir jetzt da? Den Schlangenschlüssel. Okay. Wo müssen wir jetzt denn die 2? Und somit haben wir keine Munition mehr für unsere Waffe. Ja, kletter bitte weg. Ah, da kommt er wieder. Okay, der scheint sich da gerade festgebackt zu haben. Raus hier. Gerade mal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Gut. Jetzt sind wir hier unten drinne. In dem Raum waren wir ja schon. Hier hatten wir ja den Kampf gegen Jack. Jetzt mal gucken, wo wir hier hin müssen. Ich weiß es nicht. Dann einfach mal hier lang. Bestimmt kommt hier jetzt irgendwas. Ah, hier war ja eine Türe mit dem Schlangenschlüssel.
Stimmt, hier hatten wir ja auch schon alles durchsucht. Oh, hier haben wir noch Schießpulver. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir hier? Wo bin ich hier? Ach, sind wir in. Ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah, die war ja abgeschlossen. Nein, da möchte ich nicht hin. Und hier möchte ich auch nicht mehr hin. Und nur noch raus aus diesem schwarzen Schleim, was auch immer das für ein Schleim ist. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Ich renne mal gerade in den Safe-Raum. Okay, er ist weg. Wir heilen uns einmal. Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der uns angreift. Aber gut, wir sind im Safe-Raum. Nehmen uns hier eine Chemikalie mit. Wir haben hier irgendwo Kraut, dass wir uns einen neuen Trank herstellen können. So, zack. Ja, und dann werden wir jetzt in der nächsten Folge die Zugangskarten suchen gehen. Würde ich mal jetzt behaupten. Ah, Karte. Wir haben ja hier unten. Ja, wir müssen noch hier zur Werkstatt. Das heißt, wir müssen noch mal unten rein. Ob wir wollen oder nicht. Erste Etage haben wir ja noch das Schlafzimmer der Eltern, den Abstellraum und das Kinderzimmer. Das werden wir auf jeden Fall jetzt in der nächsten Folge gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Ciao.